Willkommen hier wieder zurück zu Harvestella. So, wir sind im Gefängnis, weil wir die Wahrheit gesagt haben. Weil wir gut waren. Weil wir Menschen geholfen haben. Ja? Ihr sollt also auch hingerichtet werden, was? Werden noch andere hingerichtet? Yep. Die gefährlichsten werden wohl kurz und schmerzlos hingerichtet. Alles Gute kommt von oben. Nichts für ungut. Alles Gute kommt von oben? Also nutzen sie eine Guillotine? Oder sollten wir uns auf den Galgen gefasst machen? Was weiß ich? Ich habe nur die Schlüssel. Ich weiß nur, dass ihr zur heiligen Krone mal die Höhle gebracht werdet. Was? Apropos. In letzter Zeit gibt es hier echt viele von euch. Beschert mir einen Haufen mehr Arbeit. So läuft's hier. Seit dieser Tempel in Durgensia gegründet wurde. Vorher warst du schön ruhig und friedlich. Tempel und seine Blume. Was soll diese Floss in Durgensia überhaupt? Ach die. Der Name deutet es schon an. Eine Indulgenz. Nachsicht. Spricht den Träger von seinen Sünden frei. Laut den Patriarchen entstand das Silentium, weil Menschen furchtbare, sündhafte Wesen sind. Mit der Floss Indulgentia können wir uns von diesen Sünden freisprechen und diese grässliche Jahreszeit fernhalten. Das ist doch absurd. Ich nehme an, alle hier glauben diesen größten wahnsinnigen Quatsch. Wenn du's Verblendung nennen willst, liegst du falsch. Der Patriarch hat seinen Orakel, der spricht nur die Wahrheit. Und genau sowas würde jemand mit Hang zum Größenwahn behaupten, meine Güte. Ich wünschte, jemand würde mich von diesen Idioten freisprechen. Wie bitte? Ach nichts, ich rede mit mir selbst. Tja, hättet ihr einfach seine Wahrheit akzeptiert und eine Floss Indulgentia getragen, wärt ihr nicht in dieser Lage. Ich wette, jetzt wollt ihr noch eine, stimmt's? Ja, kann schon sein. Das dachte ich mir. Ich seh's doch in deinen Augen. Du willst eine Floss Indulgentia und ich kann dir helfen. Ich habe nämlich nicht weniger davon und wäre auch bereit, dir eine zu geben. Gegen ein kleines Sümmchen. Die sind nicht gerade günstig zu haben, aber wenn du eine hättest, könntest du dein Todesurteil aufheben. Also, was sagst du? Eine kaufen? Lass es, diese Blume ist nicht echt. Oh. Baka, wo zur Hölle hast du gesteckt? Das könnte ich euch auch fragen. Ihr wisst schon, dass ihr es mit Missionaren vom Orden zu tun habt, oder? Es ist sinnlos zu bleiben, wenn euch einer davon über den Weg läuft, sonst landet ihr hier. Du bist hier, um uns zu retten? So weit würde ich nicht gehen. Ich habe einfach eure Stimme im unterirdischen Korridor schallen hören. Ist er hier in der Nähe? Yep, dann hatte ich wohl doch recht mit meiner Vermutung, dass er von Widerständlern gebaut wurde. Er ist mit diesem Verlies verbunden. Ich wusste gar nicht, dass es diese Route gibt. Zumindest bis jetzt. Trotzdem, ich bin froh, dass du hier bist. Vielen Dank, Baka. Ah. Es war abgemacht, dass ich dich bis zur Chronomalie bringe. Schon vergessen? Du kriegst nur, wofür du bezahlt hast. Hier hält uns nichts mehr. Ich würde sagen, es wird Zeit für einen Gefängnisausbruch. Das Verlies haben wir hinter uns. Was jetzt? War es das etwa? Stürzt der Korridor jetzt endgültig ein? Aria, beruhige dich. Ich bin ruhig. Keine Sorge, dieses Rumpeln kam von näher an der Oberfläche. Wahrscheinlich ist in den heiligen Hauptstadt was los. Sehen wir uns das an. Von der Musik her würde ich sagen, da ist ein Boss. Willst du zufälligerweise was zu essen? Na, mal schauen, was uns jetzt erwartet da draußen. Meine Güte, ist Doxa nicht da drüben? Ja, stimmt. So eine Lawine habe ich ja noch nie gesehen.
Genau wie es das Orakel prophezeit hat, Doxa fällt einer großen Katastrophe zum Opfer. Das Orakel hat uns gerettet. Die Prophezeiung des Orakels, dass es zu einer großen Katastrophe kommen soll, hat sich wohl bewahrheitet. Das Orakel was? Das Orakel des Patriarchen hatte recht. Los, wir sollten uns auch taufen lassen. Ja, du hast recht. Dieser Siegfried kriegt genau das, was er wollte. Wenn es so weitergeht, laufen bald alle in Argen mit so einer Flossindulgenz herum. Was mit der roten, die du trägst? Das habe ich mich auch schon gefragt. Im Verlies wirkte es so, als wüsstest du genau Bescheid. Ich dachte, ihr hättet was bei der Chronomalie zu erledigen. Ich halte mich aus euren Angelegenheiten raus, also solltet ihr es auch aus den Angelegenheiten anderer raushalten. Meine Pflichten sind für heute erfüllt. Ich gehe wieder in mein Versteck. Wenn ihr zur Chronomalie zurück wollt, wendet euch ein andermal wieder an mich. Er hat doch was zu verbergen. Aber darum können wir uns später kümmern. Tun wir jetzt erstmal, was er sagt, und teilen uns auf. Was? Aufteilen, nachdem wir da gejagt und gesucht werden? Du bist müde. Nee. Ich hab's befürchtet. Und ab nach Hause. Hakenkohlsamen. Zack, 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 zack. Kann ich auch gebrauchen. Zack, zack, zack. Auch erstmal weg. Und das da bringt Geld beim Liefern. Dann bringen wir es auch noch weg. See you later. So. Zack und im Gange, im Gange, im Gange. Mehr können wir jetzt aktuell nicht machen. Schalte 30 Mal eine Auftragstafel frei. Ja, dann legen wir uns schlafen. Ganz auf den nächsten Tag. Wow, ein Pelz. Kann ich noch was kochen? Ein paar Tacos machen. Nö, lohnt sich nicht. So, ein paar Tacos hergestellt, eine Stunde vergangen, passt. Tacos zum Frühstück, hä? So, was haben wir hier? Paprika. The veggies are simply bursting to be harvested. So. Das wird alles gegossen. Drink up, buddies. So, und jetzt das gleiche hier nochmal. Drink up, buddies. Da ist ein Brief für dich. Danke, dass du dich so gut um Jade und mich gekümmert hast. Ich bin so froh, ihn wiederzusehen. Ich hatte schon aufgegeben. Wenn du Zeit hast, würde ich mich freuen, wenn du noch einmal nach Nemea kommen könntest. Jades Gedächtnis ist noch nicht zurück, aber ich gebe nicht auf. Wir müssen erstmal ein bisschen was verkaufen, damit ich Geld mache. Nemea. Ja, es
gibt wieder massig neue Aufgaben, wo ich dann rein theoretisch wieder schnell Geld bekommen kann. Aber ich möchte natürlich auch wissen, was da vorne los ist. Gehen wir wieder nach Argen. Ja, ausgestorben. Geht's nur mir so, oder ist es plötzlich unheimlich still? Ihr zwei. Oh, wir sollten gehen, Troplay. Wartet, darum bin ich nicht hier. Wie bitte? Warum bist du dann hier? Naja. Die heilige Hauptstadt ist komplett leer. Wer sieht es? Was ist mit dem Verlies? Nichts, abgesehen von den geflüchteten Gefangenen. Hier sind alle anderen Sünder verschwunden. Wie ist das möglich? Was zur Hölle ist passiert? Tja, nun, wo soll ich anfangen? Um direkt zum Punkt zu kommen, jeder Gläubige in der Stadt ist über Nacht verschwunden. Er hat recht, sowohl Zivilisten als auch Priester. Ich glaube, außer uns ist niemand mehr da. Habt ihr irgendwo noch nach ihnen gesucht? Wir haben die ganze Stadt abgesucht, bis auf die heilige Chronomalie-Höhle. Das denkst du also auch, was? Was soll das heißen? Der Eingang wurde stärker abgesichert, nicht mal Missionare durften rein, aber der Priester da benahm sich komisch. Murmelte immer nur was davon, dass uns der Zutritt verboten sei, wie besessen. Bin erst seit einem Jahr Priester, aber eine Missionarin wie Shrieke abzuweisen, kommt mir verdächtig vor. Aber es ist ja nicht so, als könnten wir einfach reingehen und nachsehen. Aria, was hältst du davon? Wir kommen nur über den geheimen Zugang rein, oder? Anders geht's nicht. Welchen geheimen Zugang? Wenn ihr zwei versprecht, mit uns zu kooperieren, helfen wir euch, in die heilige Chronomalie-Höhle zu kommen. Zusammenarbeiten mit euch? Das ist, dass ich nicht lache. Warte doch mal, Theas. Es gibt wirklich keine andere Möglichkeit. Na schön, wenn du dich mit Frevlern zusammentun willst, nur zu. Und jetzt entschuldige mich bitte. Aber Theas... Rika, was willst du mitmachen? Nein, für Verunsicherung ist jetzt der falsche Moment. Bitte zeig mir den Weg zu einem geheimen Zugang. In Ordnung. Finden wir schnell noch Bracca. Also irgendwas ist hier ganz schief, ne? Also möchte ich mal so erwähnen. Du bist also doch gekommen. Ich habe mich schon gefragt, was... Entschuldige die Störung. Ein interessantes Heim. Troplay, du bringst eine Missionarin her? Verrätst du mich jetzt etwa? Zeit, dass du für deine Sünden büßt. Beruhig dich bitte. Genau, hörst du uns einen Moment zu? Komm einfach zur Sache. Du erklärst Bracca die Situation. So sieht's also aus. Das reicht trotzdem nicht, um mich dazu zu bringen, einer Missionarin zu vertrauen. Was ist mit dir, Shrieke Viramant? Da wir jetzt doch zusammenarbeiten, sag uns doch, was du weißt. Man sollte keinerlei voreilige Schlüsse ziehen. Nicht so schüchtern, sollte ich etwa glauben, dass du in all der Zeit an Siegfrieds Seite nichts gehört hast? Deine Eminenz... Ja, vielleicht habe ich da etwas gehört. Was meinst du damit? Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass Siegfried für das Verantwortliche ist, was gerade passiert. Das denke ich auch. Seine Eminenz hat den Zugang zur heiligen Chronomalie-Höhle untersagt. Außerdem treibt er sich in letzter Zeit immer öfter dort rum. Er muss da drin etwas verstecken. Und ich wette, das hat mit dem plötzlichen Verschwinden der Stadtbewohner zu tun. Der Patriarch führt nichts Gutes im Schilde? Er kam mir schon immer verdächtig vor. Aber... beschäftigt dich etwas? Ich kann nicht glauben, dass seine Eminenz den eigenen Anhängern etwas Bösartiges antun würde. Nicht nachdem er Theas und mich aufgenommen hat.
als wir zu Waisen geworden und alleine waren. Er ist also wie ein Vater für dich? Ja, das könnte man wohl so sagen. Auch wenn ihr nicht blutsverwandt seid. Nein, genau deswegen bist du ihm sicher unermesslich dankbar. Aber dich erwartet wahrscheinlich eine holprige Fahrt. Wenn du nicht bereit bist, den Patriarchen zu konfrontieren, dann steig jetzt aus. Es wird dir niemand verübeln. Nein. Ich kann jetzt nicht aussteigen. Ich bin Missionarin. Ich folge dem Dogma der Heiligen Mutter. Für sie werde ich alles auslöschen, das dem Orden schadet. Selbst wenn diese Bedrohung der Patriarch ist, werde ich sie aufhalten. Er hat mich aufgezogen. Er ist wie ein Vater für mich. Da muss ich es sein, die seinen Missetaten ein Ende bereitet. Ich denke, das ist ein Kind seinen Eltern schuldig. Na schön. Aber übernimm dich nicht. Ich will nicht, dass du mir in die Quere kommst. Okay, Trupley. Damit ist das wohl alles gesagt. Zeit zu gehen. Strika hat sich der Gruppe angeschlossen. Und jetzt haben wir eine neue Klasse. Missionarin. Oder Missionar? Eine latente Kraft. Pilger. Ein Auftrag mit magischer Klinge für physischen und magische Angriffe. Es werden großflächige Angriffe erlernt und Schadensbereiche erzeugt. Yay, Flächenschaden. Das war immer nur 3 Gegnern. Naja, egal. Da könnte ich mir jetzt glatt mal die Frage stellen. Umrüsten darf ich ja hier, ne? Gruppe. Mechaniker, wir nehmen Schrieger mal. Und gehen zur Mitte. Wir müssen vermutlich tiefer rein. Nur vermutlich. Wir können ja mal auf der Karte gucken. Ach, seht ihr? Ein Fuchs bin ich, ein Fuchs. Ach, das ist wieder an der Brücke, wo ich wieder nicht rüberkomme. Aber vielleicht kriegen wir hier ein Brückenreparaturset. Wäre auch zu schön gewesen. Runter. Ist glatt. Ist ein bisschen glatt. Silbererz, Ton. So, hier komme ich eine Treppe runter. Hier könnte ich... Boah, das ist jetzt gerade schwer. Wo will ich lang? Achso, das ist ein See. Okay. Ich muss eigentlich in den Norden. Na gut, fangen wir mal hier unten an. Erwischt. Aber schön, dass ich hier eigentlich im Kreis renne. Golderz, auch nicht schlecht. Ich gehe erstmal rechts lang.
Habe ich irgendwas Kleines zum Essen? Den Taco-Tom. Was soll's. Einfach mal eine Taco-Glocke. Hm? Das wär's doch, so eine richtig schöne Taco-Glocke, hä? Huh? Alter, machen die Schaden. Okay. Aber da komme ich zu der Brücke. Also gehe ich da mal rüber. Oh, hier gibt es viele Sachen. Aber hier ist die Brücke. Okay, dann würde ich sagen, liebe Leute, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich bedanke mich ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro, haut rein. Tschö, tschö.